Was haben das Schleichspiel Shadow Tactics, die neue rundenbasierte XCOM-Reihe, hier im Bild mit XCOM 2, und die beiden Rollenspielklassiker Baldur's Gate 1 und 2 gemeinsam? Genau, sie alle haben dahinsiechende Genres wiederbelebt. Baldur's Gate hat 1998 sogar dem kompletten Rollenspielgenre den Hintern gerettet, denn das war damals schon klinisch tot. Und das gleiche gilt für Taktik-Schleichspiele im Stil von Commandos. Hier kriegen wir jetzt dank der Vorarbeit von Shadow Tactics des deutschen Entwicklers Mimimi auch die großen Genrenamen von früher zurück. Denn neben dem gerade veröffentlichten und auch international hochgelobten Desperados 3 von den Shadow Tactics-Machern selbst, ist schließlich auch ein neues Commandos angekündigt, auch wenn das noch in weiter Ferne liegt. Aber wie schaffen Spiele solche Genre-Comebacks? Wir haben 5 goldene Entwicklerregeln für eine erfolgreiche Wiederbelebungsaktion aufgestellt. Diese Regeln sind zeitlos und funktionieren immer wieder. 1998 mit Baldur's Gate, 2012 mit dem XCOM Revival und jetzt mit den neuen Mimimi-Schleichspielen. Ganz aktuell natürlich Desperados 3. Regel 1: Bewährtes behalten, modernisieren und ergänzen. Wer vor über 20 Jahren Commandos gespielt hat, den Gründer des Schleichtaktik-Genres, der kennt diese fiesen grünen Sichtkegel. Shadow Tactics und Desperados 3 haben sie so übernommen. Wenn sie gelb oder gar rot werden, wird's echt eng für unsere Helden. Ein bewährtes, ikonisches Element also, das ein Entwickler auf gar keinen Fall rausschmeißen sollte. Und selbstverständlich sollte ein Entwickler nicht das komplette Spielprinzip über den Haufen werfen. Auch Desperados 3 ist wie seine eigenen beiden Vorgänger vor allem ein taktisches Schleichspiel und nicht plötzlich ein Shooter. Beispiele für gruselige Genrewechsel gibt's in der Spielehistorie ja genug. Oder kennt noch jemand den Echtzeit-Rundenstrategie-Wirtschaftssimulationsmix Battle Isle 4 Andosia War? Eben, wäre die Serie doch einfach mal bei ihren klassischen Rundenstrategieleisten geblieben. Aber soll die Genre-Rettung auch Bestand haben, kann man sich dann doch nicht einfach nur auf altbewährtem ausruhen. Desperados 3 hatte nach dem Erfolg von Shadow Tactics die Herausforderung zu meistern, das frisch wiederbelebte Genre auch weiter am Leben zu halten. Und dafür müssen interessante Neuerungen und Weiterentwicklungen her. Desperados 3 bringt etwa die Voodoo-Wirkerin Isabelle ins Spiel, deren Zaubertricks es so im Genre noch nie gab und die ganz neue Taktiken ermöglicht. Etwa indem sie zwei Opfer magisch miteinander verknüpft, um sie die gleichen Schmerzen erleiden zu lassen. Wichtig ist, dass sich neue Elemente gut in die grundsätzliche Spielmechanik einfügen, ohne ein Spiel zu verwässern. Anderes Beispiel für eine gelungene Neuerung: der sogenannte Showdown-Mode von Desperados 3 erlaubt euch, das Spiel komplett anzuhalten, euren Helden Befehle zu geben und das Ganze dann sofort oder später abspulen zu lassen. Diesen Modus gab es ähnlich schon in Shadow Tactics, doch damals war der sogenannte Shadow Mode noch nicht pausierbar und weniger komfortabel zu bedienen. Auch die XCOM-Reihe hat das bewährte rundenbasierte Spielprinzip der alten UFO-Spiele Gott sei Dank beibehalten. Aus der einst isometrischen Ansicht wurde zwar eine zeitgemäße 3D-Perspektive, aber das Grundgerüst aus Forschen, Basis ausbauen und ständigem Verbessern der Soldaten und Ausrüstung, um Aliens von der Erde zu kicken, ist wie damals in den mittleren 90ern geblieben. Halleluja! Regel 2: Mach's intuitiv, aber nicht simpel. 1998 haben wir den BioWare-Gründer Dr. Ray Musica interviewt, hier links im Bild neben Co-Gründer Greg Zeschuk. Unsere wichtigste Frage: Sind die Leute schwierige Rollenspiele leid? Habt ihr euch deshalb bei Baldur's Gate für eine zugänglichere Variante entschieden? Rays Antwort: Baldur's Gate ist wohl mindestens so komplex wie jedes andere Rollenspiel, das ich gespielt habe. Ich glaube, worauf die Leute keine Lust mehr haben, sind überkomplexe, schwer zu begreifende Systeme. Aber wenn du Komplexität mit einem intuitiv erlernbaren System verbinden kannst, ist das der beste Weg. Musica traf damit den Nagel auf den Kopf, denn Baldur's Gate hat das Rollenspielgenre nicht nur wiederbelebt, sondern auch Spieler begeistert, die sich vorher noch nie an einem Rollenspiel gewagt hatten. Denn trotz der Advanced Dungeons & Dragons Regeln, die im Hintergrund Charakterwerte und zum Beispiel den Ablauf von Kämpfen bestimmen, bleibt das Spiel zugänglich und trotzdem fordernd.
Und Baldur's Gate zeigt auch, dass sich die Geschichte gern mal wiederholt. Der einstige Genre-Retter wurde später selbst zu einem Untergenre, das gerettet werden musste. Er wandelte sich über die Jahrzehnte vom frischen Gesicht des modernen Rollenspiels zum Sinnbild der vernachlässigten Oldschool-RPGs. Bis Titel wie Pillars of Eternity und die beiden Divinity Original Sins den Geist von Baldur's Gate nochmal für eine neue Ära zurückbrachten. Vor allem Original Sin, hier der zweite Teil, schafft es, das komplexe Regelwerk im Hintergrund werkeln zu lassen. Nicht mal die coolen Physikeffekte benötigen ein Studium. Weiß doch jeder, dass Öl Feuer vergrößert, Wasser Feuer löscht und Kälte Wasser einfriert. Und dass eine Desperados-Schrotflinte ein kleines bisschen Lärm erzeugt, das ist auch Spielern klar, die bei einer echten Flinte nicht die gute von der bösen Seite unterscheiden können. Der nach dem Schuss ausbrechende Tumult ist also absehbar wie logisch, dafür braucht man kein Regelwerk. Auch unsere Fußabdrücke im Schlamm können unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Die Tapser sind mit ein bisschen Köpfchen aber gleichzeitig eine prima Möglichkeit, Widersacher in die Falle zu locken. Gekillte oder betäubte Gegner außer Sichtweite schaffen, auch das leuchtet ein, war ja schon bei Commandos so. Wie bei den anderen Beispielen gilt, Desperados 3 ist keineswegs simpel, es bietet sogar enormen Spielraum für taktische Schachzüge. Dass wir die grundlegenden Prinzipien schnell überreißen, macht das Spiel nicht anspruchslos, sondern ermöglicht uns im Gegenteil sogar präziseres und vielfältigeres taktisches Vorgehen. Go for the ice, Boo! Go for the ice! Rask! Regel 3: Fanservice und neue Freunde. Welcher Rollenspieler kennt ihn nicht? Minsks legendären Schlachtruf, mit dem er seinen Space-Hamster Bo in die Schlacht schickt. Denn beide Baldur's Gate-Spiele, vor allem der zweite Teil, fahren vielschichtige Begleiter auf. Die trotten uns nicht nur stumpf hinterher, sondern reagieren auf unsere Aktionen, plappern miteinander, kommentieren das Geschehen und sorgen so noch 20 Jahre später für erhitzte Diskussionen im Freundeskreis, welche Party denn die perfekte ist. Und bei den beiden XCOM-Spielen fiebern wir mit unseren Söldnern mit, vor allem wenn erfahrene, liebgewonnene Kämpfer unter Beschuss geraten. Gerade XCOM 2 zelebriert unsere tapferen Männer und Frauen, wir dürfen Gesichter, Klamotten und Frisuren anpassen. Dadurch haben wir zwar zeitweise das Gefühl, eine Runde Sims zu spielen, aber hey, wenn's der Immersion dient. Und ja, ihr könnt die Waffen eurer Söldner nicht nur mit Zielfernrohr und Co. ausstaffieren, sondern auch anpinseln. Okay, jetzt ist der Personenkult endgültig übertrieben. Eine eigene Fotobox für Propagandaposter? Echt jetzt? Desperados 3 betreibt allerdings auch ein bisschen Personenkult. Wer die beiden Vorgänger kennt, freut sich auf ein Wiedersehen mit Kopfgeldjäger John Cooper und der resoluten Kate O'Hara. Weil Desperados 3 aber ein Prequel ist, treffen die beiden sich hier das erste Mal. So liefert Entwickler Mimimi Games Fanservice für Serienveteranen, ohne gleichzeitig Serienneulinge ratlos zurückzulassen, weil sie die Protagonisten und ihre Geschichte nicht kennen. Neuzugang Voodoo Isabel und der altbekannte Doc McCoy, der ebenfalls in den beiden Vorgängern Desperados mitmischte, lernen sich hingegen in einer nett kommentierten Ingame-Szene kennen. Isabel Moreau. Und gern geschehen. Ich kann mich nicht erinnern, Sie um Hilfe gebeten zu haben, Miss Moreau. Trotzdem gern geschehen, Schätzchen. Wie auch immer. Regel 4: Spaß statt Arbeit. Solche Szenen kennen Commandos-Spieler zu Genüge. Einen Pixel zu weit vorgerückt und schon stürzt eine Wache ran und schlägt Großalarm. Alle Nase lang müssen wir neu laden, weil wir kaum noch eine Chance haben, sobald wir aufgeflogen sind. Das hier ist in der HD-Remastered-Fassung von Commandos 2 nicht anders als damals 2001. Und auffliegen geht schnell. Aus Versehen lassen wir unseren Spion, der als deutscher Offizier getarnt ist, losrennen und schon schöpfen die Wachen Verdacht und eröffnen das Feuer. Als ob ein Offizier nie rennen würde. Ja, okay, lassen wir das. Dabei war das ja noch der normale Schwierigkeitsgrad. Mit schwer und sehr schwer reagieren die Gegner noch schneller, sodass Commandos echt in harte Arbeit ausarten kann. Zumal die Steuerung schon damals umständlich war. Kleiner Funfact: Die eben noch hochsensiblen deutschen Wachen juckt es hingegen überhaupt nicht, wenn wir mal eben einen ganzen Gebäudekomplex in die Luft jagen. Nö, sie starren weiter in die befohlene Richtung. Befehl ist Befehl. Desperados 3 hingegen macht es goldrichtig. Es gibt nicht nur 4 Schwierigkeitsgrade, darunter einen für Anfänger, sondern auch individuelle weitere Einstellmöglichkeiten. Wie viel Hitpoints und Munition haben die 5 Helden? Wie oft darf ich speichern?
Darf ich im Showdown-Modus pausieren und so weiter. So können sich Hardcore-Taktiker genauso ihr Spiel konfigurieren wie Genre-Einsteiger. Tipps rund um Spielelemente, Ausrüstung und Taktiken werden immer dann eingeblendet, wenn sie auftauchen. Veteranen ignorieren das einfach, Einsteiger freuen sich. Diese Hinweise werden später auch deutlich dezenter, in dieser frühen Szene haben sie noch eher Zaunfall-Wink-Charakter. Außerdem könnt ihr Erklärvideos aufrufen, entweder direkt im Spiel über platzierte Plakate oder in einem separaten Menü. So lassen sich komplexere Taktiken nochmal in Ruhe angucken, inklusive der benötigten Tasten. Das ist auch nach einer längeren Spielpause eine feine Sache. Desperados 3 bietet auch mehr Ruhezonen als die gnadenloseren Klassiker wie Commandos. Diesseits der roten Linie sind wir zum Beispiel sicher. Solange wir nichts Illegales anstellen, beachten uns gegnerische Posten erst gar nicht. Selbst Rennen ist okay. Ein Messer zu zücken ist allerdings eine weniger gute Idee, da schlagen sogar Zivilisten Alarm. Wegen der vielen Versteckmöglichkeiten spielt sich Desperados 3 viel stressfreier, aber solche stillen Orte der Besinnung kennt ihr ja selber. Jetzt vergleichen wir mal zwei ähnliche Missionstypen aus Commandos 2 und Desperados 3. In beiden sollen wir eine Holzbrücke sprengen. Hier in Commandos 2 ist das Briefing echt unübersichtlich, weil die Kamera zu den taktischen Positionen springt, ohne dass ihr eine Gesamtübersicht bekommt. Das macht es gerade auf Maps mit vielen ähnlichen Gebäuden unnötig umständlich, die einzelnen Ziele auszumachen. In Desperados 3 hingegen wird die Map vorher komplett mit allen Zwischenzielen quasi abgeflogen und unsere Protagonisten äußern Ideen für unser Vorrücken. Oft gibt's alternative Ziele, in diesem Sprengeinsatz können wir das benötigte Dynamit zum Beispiel an zwei verschiedenen Stellen mopsen. Ach ja, wenn die Brücke gesprengt ist, müssen wir uns noch zum Fluchtzug durchschlagen. Und noch ein sehr cooles Detail, Doc McCoy muss das Dynamit mit seinem Scharfschützen-Colt sprengen. Damit er die knappe Munition nicht versehentlich vorher verbraucht, legt er sich automatisch eine goldene Kugel zurück. So landet kein Spieler in der Sackgasse, aber die schöne Holzbrücke im Fluss. Halleluja! Sie haben nicht gescherzt, Doc. Regel 5. Freedom! Wie Mel Gibson in Braveheart. Die beiden neuen XCOM-Spiele sind auch deswegen Rundenstrategie-Retter geworden, weil sie uns wie damals bei UFO viel Entscheidungsfreiheit geben. Allein schon auf der Weltkarte, über die wir unsere mobile Avenger-Basis fliegen lassen, bestimmen wir unsere nächsten Einsätze fast immer selbst. Das erhöht trotz vieler generierter Missionen den Wiederspielwert enorm. Auch das klassische Rollenspiel Divinity Original Sin 2 gibt uns viel spielerische Freiheit. Und das schon bei der Charaktererstellung. Hier könnt ihr euch nicht nur die Klassiker Mensch, Elf, Zwerg oder Echse bauen, sondern alle vier auch als knochige Untoten-Version. Das über 20 Jahre alte Commandos 2 verpasst uns hingegen ein enges Lösungswege-Korsett. Zum einen, weil unsere Commandos sehr spezialisiert sind, zum anderen wegen der vergleichsweise kleinen, engen Karten wie diese japanischen Inseln. Auch die begrenzteren Fähigkeiten unserer Kämpfer erlauben weniger Experimente, oft spult man eine Map nach bewährtem Schema F ab. Desperados 3 gibt uns hingegen viel mehr Möglichkeiten zu experimentieren oder unseren Spielstil durchzuziehen. Wer mag, erregt möglichst wenig Aufsehen und haut selbst bei einem Alarm Gegner nur bewusstlos, um sie so auszudünnen. Wer lieber auf tödliche Feuerkraft und genaue Planung setzt, der greift zu Revolver, Deranger oder Scharfschützen-Colt sowie zum Showdown-Modus. Auch Tageszeit und Wetter erfordern besondere Taktiken. Hier läuft unser Opfer rechts gleich auf eine Ölpfütze zu, in die wir kurzerhand eine Fackel schleudern. Allerdings verrät uns die Fackel im Dunkeln, wir müssen also fix sein. Bei der finalen Ölpfütze wimmelt's aber nur so von Gegnern. Darum lösen wir das Problem diesmal eleganter mit unserem fast lautlosen Scharfschützen. Mit ein paar Schüssen aus sicherer Entfernung locken wir die Wachen in die Öllache und nehmen dann einen Laternenträger aufs Korn. Nach all den Hinterhalten und Unfällen und der ganzen Planerei tut's aber auch mal gut, einfach die Sau rauszulassen. Das geht mit so einer Gatling ganz wunderbar. Da ist es auch egal, wenn Wachen haufenweise eintrudeln, die schießen wir dann einfach über den Haufen. Denn unsere ganz persönliche Regel Nummer 6 lautet, du sollst die Gatling Gun ehren. Und mit dieser etwas lautstärkeren Szene beenden wir unsere Genre-Retter-Analyse.